Hallo, Daniel. Erstmal Musik ausmachen. Was wird das denn schon wieder? Ich brauche ein Intro. Du brauchst ein Intro. Warum kommst du da eigentlich immer zu mir? Warte mal. Guck mal, wir nehmen den. Einen wunderschönen guten Tag. In der Block Nummer 48. Wir nehmen einfach den Vlog und schieben ihn woanders hin. In diesem Sinne, viel Spaß beim 48. Vlog. Tschüss. Ja, ich war lange nicht da, ist richtig. Hast du recht? Ja. Lange nicht da, weißt du, nur weil ich 3 Tage mal hier war und dort und Sell und dann Vatertag und frei und... Du warst 4 Wochen nicht zur Arbeit gekommen. Abonnieren! 4 Wochen bist du nicht gekommen. Hat man den gesehen, die letzten 4 Wochen? Ich glaube nicht. Das war alles CGI. Das ist immer alles mit Emo losgeliehen. Ja. Nichts getroffen. Aaron! Schön, wo aufpassen. Aaron hat sich zuletzt berührt, er muss umfreuen. Hast du jetzt Zeit? So, Dominik. Wir haben heute eine besondere Aktion hier. Einmal, da sieht man schon, Commander Deck. Also, wir haben uns gedacht, wir bauen ein bisschen Einzelkartenbestand mehr auf, gerade für unsere Commander-Leute. Das heißt, wenn jemand aus den Commander-Decks, die wir hier haben, Einzelkarten gerne hätte, ja, die werden jetzt aufgemacht, sortiert und dann von mir online gebracht. Das heißt, alles, was ihr zum Beispiel aus Zendikar oder hier Phyrexia brauchen könntet, haben wir jetzt auch wieder aufgestockt im Einzelkartenbestand. Ist ein bisschen einmal was. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Und die Jungs da drüben dürfen es aufmachen und sortieren. Kriegen die das auch hin? Ich hoffe, wenn nicht, gibt es von mir auf dem Deckel. Hätte ich damals sagen können. Ich habe Ikea durchgespielt, 3 Wochen. Und die Geheimlöffel gefunden. Ja. Die sind super schnell. Nennt sich Express-Zusatz. Ja. Was in Urlaub bist du braun? Das trägt von gerade. Ach so. Ja, gut. Sieht uns alles aus. Was war denn das, du? Ich mach doch nur meinen Job. Ich geb dir gleich mal deinen Job. Du hast ihm deinen Job gegeben, ja, das stimmt. Dein Job ist, Kugel umzufangen. Ich glaube, er weiß noch nichts davon. Herr Kupper, wir müssen noch Bestrafung finden für den Dominik. Der darf von alle beschossen werden. Alter, der gepfiffen. Also Dominik und ich haben gestern uns verkleidet als Danny und Daniel und haben Battle of the Boxes gedreht, weil die ja keine Zeit hatten. Echt? Und der Dominik hat verloren. Der Danny hat verloren. Dominik war Danny, ich war Daniel. Und der Dominik hat verloren. Schrägstrich Danny, und deswegen dürfen wir alle, das ist die Bestrafung, wir dürfen uns alle, also hinten darf er sich hinstellen später, und wir dürfen ihn alle mit den Nerfguns abknallen, und zwar mit allen Nerfguns. Die müssen dann alle geladen werden und dann wird der volle Breitseite abgeknallt. Und das ist dann das Ende von diesem Vlog. Okay. Ihr könnt euch freuen. Habt ihr euch extra für Mittwoch ausgerufen? Ja, ich dachte, weil dann bist du auch da, dann gibt es eine Person mehr, die auf ihn draufschießen kann. Boah, der kommt. Daneben. Wir sind ja saftkönige Frauen, aber nicht alle vorbei. Jetzt habe ich die extra alle vorher geladen, damit ich abgeknallt werden kann. Und dann. Was, du willst abgeknallt werden? Ja, ich will nicht. Aber. Ich will nicht. Nix im Kopf wie Quatsch im Sack. Ich bin vom Jesse und habe gedacht, was? Wir haben scheinbar schon einen Google-Kalender, wo irgendwas hingefahren hat. Mach langsam! Eine noch! Fahrt! Mach zart! Sehr alt. Der Max schafft 3 bis 12 bis 7. Ja. Und die Jessie von 8 bis 4.
Was haben wir da? Da ist was angekommen. And the winner is... Full Picks! Die sieht nice aus. Für die Champions. Ist das für das bei uns im Laden, die... Pokémon-Liga, ja. Erklär doch mal kurz in die Kamera, was ist denn der League Cup? Für die, die es noch nicht wissen. Beim League Cup gibt's halt... Also man kann halt bei Pokémon Punkte sammeln, wenn man dort in den größeren Sachen mitspielt. Das fängt halt an mit Championship, dann gibt's League Cup, das ist das größere schon. Dafür muss man die kleineren Events veranstaltet haben und da teilgenommen haben. Dann dürfen wir die größeren machen und wenn man bei denen teilgenommen hat, geht es dann weiter wieder auf Landesebene im Prinzip. Damn, okay. Also du musst dort halt Punkte sammeln, gut abschneiden, an mehreren von den Events teilnehmen, dass du halt bei Pokémon weiterkommst. Ja, krass. Nach den Events ist dann bei Pokémon, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch immer so, bei Pokémon gibt es ja auch für die Nintendo-Spiele immer Wettbewerbe und auf den größeren Events ist es dann gleichzeitig ein Turnier mit den eins mit Karten, eins mit... Genau. Ah, das ist ja genau. Cool. Das ist ja cool, ey. Ja. Dominik. Danny. Du bist neuer Experte. Ich fange jetzt eine neue Sammlung an. Die hier kennst du wahrscheinlich schon, oder? Die hast du schon gesehen, ne? Für die es noch nicht gesehen haben, zeig mal. Das ist die coolste Pokémon-Karte, die es überhaupt gibt. Ich nenne das immer Regenbogen-Foiling. Das sieht ja so geil aus. Und wer es nicht bemerkt hat, die ist auf Englisch, Deutsch, ich glaube, das ist Spanisch und hier nochmal auf Deutsch. Und das da unten ist Französisch. Der Profi. Die ist in 4 Sprachen. Ja, hast sogar du als Video-Creator gemerkt, dass er nicht echt ist. Aber nur fast. Aber die... Ich weiß, warst du da dabei, wo uns jemand einen Sack, einfach einen Beutel Yu-Gi-Oh-Karten geben wollte? Da oben sind sie noch. Guck dir mal an. Ist vorbeigekommen, dachte sich so, ja, hier. Oh! Wie viel, oh. Wie viel krieg ich für dich? Kaufen wir den Spektino an! Allein von der Farbe außen siehst du es schon. Hat jemand gedacht, Pokémon-Karte sind außerum gelb, mache ich die Yu-Gi-Oh-Karte amok-gelb. Ja. Die sehen so real aus. Oh. Hane. Und jetzt halt ich bereit für die beste Yu-Gi-Oh-Karte, die es überhaupt gibt. Wer kennt's nicht? Den Yu-Gi-Oh! Aber nee, les mal. Es ist eine Fallenkarte. Yu-Gi-Oh! Trap Card. Es ist eine Fallenkarte mit der Farbe von einem Effektmonster. Und lest dir jetzt unten den Text auf Englisch mal laut vor. Nee, will ich nicht. Da steht irgendwas mit Familie. Was hat eine Familie mit Yu-Gi-Oh! Zu tun? Gibt's, wenn du ein Weise bist, verlierst du automatisch. Du hast dann was sofort verloren, wenn die Karte gespielt wird. Nee, es ist aber doch... You of the battlefield become the Heedus Geography increase the attack. Dint that devil sorcery make family and defeat the Dint each increase the attack. Dint that evil. Was ist denn der Dint? Ich habe keine Ahnung. Und was hat denn Familien mit Yu-Gi-Oh! Zu tun? Gibt es da jetzt auch Familien? Der letzte Satz wiederholt sich einfach nur die ganze Zeit. Im nächsten Fast and Furious Teil kommt Yugi Muto und spielt dann Fallenkarten und die Autos fliegen dann oder sowas. Ja, Mann. Aber Yugi Muto verliert halt auch gegen Dominic Toretto. Ja. Der kann ja auch mittlerweile im Weltall rumfahren. Ja, und das ist aber auch Dominic Toretto. Da verstehe ich keinen Spaß bei so Sachen. Weil das Wichtigste im Leben ist... Dominic Toretto. Nee. Familie. Ja, danke schön. Das Wichtigste im Leben ist die Familie. Dominic Toretto. Das Wichtigste, wenn deine Frau das sieht, wenn Sakura das sieht, deine Tochter, egal. Das Wichtigste, auf der Welt. Eigentlich war das Wichtigste auf der Welt Brian. Rest in Peace. Rest in Peace, das stimmt. Der fährt mein Traumauto, Nissan Skyline. Der eine von, silberne, mit der blauen Strich. Das ist mein... Das ist der Schauspieler, der da mitgespielt hat, der ist ja gestorben in einem Autounfall. Ja, das war Paul Walker. Paul Walker. Genau. Ja, das war sein Name in dem Film halt. Brian irgendwas. Brian O'Connor, Alter. Keine Ahnung, Mann. Familie. Wo die Filme noch Sinn gemacht haben. Aber du musst jetzt, wenn er sagt, sag nochmal, das Wichtigste ist was? Du musst mich erinnern. Ich bin das Wichtigste im Leben. Ist die Familie. Und jetzt muss hinter mir so Explosion losgehen. Das wär's, Alter. Daniel, wann ist denn da Bestrafung?
Ja, Danny. Dann, wenn alle ready sind. Wir sind alle ready. Danny. Danny, wann ist denn deine Bestrafung? Du hast doch das Battle of the Boxes verloren. Ich glaube jetzt, oder? Glaubst du jetzt? Fromo, der Chef, der hat bestimmt richtig Bock auf die Bestrafung. Bin ich mir sicher eigentlich. Ramon, wir müssen das Chef. Ramon. Hallo. Chef, hallo. Hallo. Na, können wir mal kurz Pause machen beim Herzogerwäsch? Wir müssen der Danny noch bestraft, als Battle of the Boxes geschehen verloren. Jetzt haben wir Elmo ein kreativer Gedanke. Jetzt wollen wir Elmo am da was Produktives machen. Genau. Wir machen Elmo am da was Produktives. Bevor ich, bei uns passiert es öfters. Kurz bevor ich am Gehe bin. Nee, und dann wäre ich jetzt aus meiner Konzentrationsphase rausgeholt. Richtig. Aber bestraft. Machen wir es Moi. Machen wir es Moi. Darf ganz abschießen. Ja, was machen wir? Wer muss abschießen? Nee, Moi. Darf ganz abschießen. Wir müssen alte Danny mit den Nerfgun abschießen. Der Danny. Ja. Ja, die Gäste sind Hausmeister Scheubeck. Ich bin Hausmeister Scheubeck. Ich würde es heute machen, weil da kann der Sebastian mitschießen. Der freut sich bestimmt. Ja, gesagt, Stoff da. Stopp! Das müssen wir alle gleichzeitig tun. Ich glaube, die anderen sind noch nicht geladen. Da muss man gleich nach. Du, das ist vorzeitiger. Das ist vorzeitig. Die haben gesagt, ich darf abschießen. Gleich. So gleich, das habt ihr nicht gesagt. Abgesagt, ich darf nicht schießen. Wir müssen alle gleichzeitig schießen. So, also viel mehr Spaß. Schieß mal. Haben wir genug Munition? Ich lade die komplett voll. Daniel, yes. Was tun wir? Wir schießen den Danny jetzt ab. Nee. Der Danny? Ja. Du meinst, der garantiert nicht Danny, oder? Nein, eindeutig nicht. Der Hausmeister Scheubeck ist da vorne. Ja, wo gerade sagt, der Hausmeister Scheubeck ist da vorne und wir schießen jetzt da eindeutig nicht Danny ab. Was? Wir sind alle bis an die Zähne bewaffnet. So, Danny, Dominik, nee, das wollen wir nicht kaputt machen. Ja, das ist da eindeutig nicht Danny und du bist der Hausmeister Scheubeck jetzt. Ramon, schießt du nicht? Wo ist der Ramon? Der Ramon muss auch schießen. Und wo ist noch einer? Ja, mit Sebastian. Sebastian fehlt noch. Achso. So. Handstopp. Alles ein bisschen ordentlich. Ja? Warte, einmal Perspektivenwechsel. Perspektivenwechsel. Das sieht einmal richtig schön aus, ne? Ich bin ganz froh, dass es nicht du bist. Dass der Danny Dominik erklären kann, warum er abgeschossen wird. Okay. Okay, nochmal schön in die Kamera. Ja, ich, Danny, habe wie immer das Battle of the Boxes verloren. Ja, mit mir ist es wohl. Deswegen meine Bestrafung ist jetzt, ich werde jetzt erstmal abgeschossen. Und ich denke, das ist jetzt auch ein gutes Ende für den Vlog, ja, wenn mein Chef schon so vor mir steht. So, wir machen hier Kameraception. Also ich bleibe dann hier auf der Seite. Ich werde wahrscheinlich Kollateralschaden. Das dann jetzt, rum, wie viele Leute eigentlich stehen mit den Nerven. Das ist dann jetzt, denke ich mal, der Abschied für den Vlog. Das macht er, was ich nicht mache. Ich wiederhole mich nicht so oft. Okay. Nein. Ich hoffe, der Vlog hat euch für diese Woche gefallen. Wir sehen uns nächste Woche. Feuer! Ich muss nachladen, dauert! Leer. Ich muss nachladen, du Mensch! Hallo! Das ist leer! So, für die Kamera. Ich verliere immer, gell? Ich hab noch! Abonnieren, klickt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao! Ladehemmung. So, Teile, Marcel, bitte.